So, jetzt fahren wir über diese Brücke in unentdecktes Gebiet. Deswegen gucke ich mich gerade gut um. Guck mal da, da sind doch Tapire. Das ist jetzt die Frage, ob wir die jetzt jagen sollen oder... Die sind ja schon ein bisschen heavy. Oder soll ich da mal voll mit dem Auto reinbrettern? Ich probiere das mal. So. Ja, geh du mal nachsehen. Das ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um jetzt mal nachzusehen. So. Einmal die Leiche plündern. LCD-Armbanduhr. Einmal die Leiche plündern. Päckchen Kokain. Wunderbar. Haben wir den jetzt hier wenigstens erwischt? Ja, super. Tierhäuten. Häuten noch? Hallo. Häuten noch? Hallo? Hallo? Kind. Ah. Ah, so. So, nach 100 Jahren schafft das dann auch mal hier. Ja, halt die Fresse, nimm mit. So, sind hier sonst noch irgendwelche? Ah, guck mal da. Was zur Hölle? Was zur Hölle macht der? Yo, guckt euch das an. Den mache ich mal gerade tot. Den erlöse ich mal gerade von seinen komischen Qualen. Und der Baum wackelt. Auch nicht schlecht. So, Leiche plündern. So, zack, rostiges Universalmesser. Bestimmt von Ikea. Leiche plündern. Zack. Immer schön hier an den Sack packen. Das ist ganz gut. So, plündern nicht möglich. Beute, was? Escape. Beuterucksack. Gucken, hier. Mal gerade Herstellung, großer Beuterucksack. Was kostet der? Beuterucksack. Brauche ich Tapirfell. Okay, mache ich mal gerade Jagd auf Tapirfell. Sekunde. Ich muss mal gerade hier ausleeren meine Tasche. Beuterucksack. Gut, tue ich mal die Sonnenbrille weg. Ablegen. Jetzt... Müssten wir eigentlich Platz für... Genau. Ekelhaft. Ekelhaft, ey. Robuster Munition zu... Was? Ach so. Ach, Moment. Jetzt können wir uns ja mit dem Zeug, was wir gerade eingesammelt haben... Da. Ein Herstellung robusten Munitionsbeutel machen. Munitionsbeutel. Robuster Munition. Dafür brauchen wir nämlich zwei Büffelfell. Die haben wir uns gerade rausgesucht. Jetzt können wir nämlich noch mehr Munition mitnehmen. Und jetzt müssten wir eigentlich den nicht mitnehmen können. Na gut. Okay, anscheinend will er die Waffe nicht mitnehmen. Egal. So, ich wollte gerade nochmal zurück ins Tapirfell. Ins Tapirgebiet. Und zwar, um Tapire zu jagen. Wen wundert's? Und ich meine mich zu erinnern, dass das hier war, ne? Die Kunde nochmal kurz auf die Karte gucken. Ja, genau. Es liegt direkt vor uns. Und da sind auch schon die nächsten... Leute. Und da haben uns schon wieder welche gesehen. Oh, den habe ich etwas zu früh abgeworfen.
So. Metpfeife. Was raucht der denn? Raucht der rohes Fleisch oder was? So. Lederbrieftasche. Aber hier sind wir, glaube ich, auch nicht mehr im Tapir-Gebiet. Im Tapsier-Gebiet. Das fängt, glaube ich, erst da vorne an. Zum Beispiel da, wo unsere netten Homies abgammeln, da vorne. So. Haben wir denn hier irgendwelche Tapire? Das darf... Ah, guck mal da. Und da vorne ist auch noch einer. Versuche ich mal gerade mit der etwas ruhigeren zu knallen. Mhm. Alles voll mit Tapiren hier. Da mache ich hier mal gerade eine Schleichung. Okay. Einen haben wir. Was? Beuterucksack? Scheiße, da kommen die nächsten. Na gut. Machen wir mal Escape, was wir vielleicht noch wegschmeißen können. Beuterucksack. 16. Ach ja, hier, Metpfeife, das braucht doch keiner. Ja. 12, 20, 15, 16. Tun wir das hier, das komische Universalmesser von Ikea auch mal weg. So. Und dann häuten wir das Tier mal. Das sieht auch wunderschön aus, dieses Tier. So, da hinten rennen auch noch irgendwelche Viecher rum, aber das sind, glaube ich, keine Tapire. Da oben sind sie wieder. Gut. Da ist zumindest eins. Das schnappen wir uns mal gerade. So, das ging ja wie schmiert hier. Ach eh, ich drücke ganz R. So. Wunderbar. Robuster Rucksack, genau das wollte ich machen. Zack, starker Rucksack, da brauchen wir Dingo-Fell für. Dingo, Dingo, Dingo. Hier brauchen wir Munitionsbeutel, brauchen wir Tigerfell. Okay, Tigerfell ist natürlich... super awesome. So, dann gehe ich nochmal gerade die Straße aufwärts, um zu gucken, was da für ein Tier. Moment, ich guck mal gerade. Auf der Karte. Karte. Hier müsste Funkturmgebiet. Aha. Nee. Hier ist Ziegengebiet, ist das, glaube ich, da oben. Aber da war irgendein anderes Tier noch. Otto? Ja, ja, fahr du mal schön vorbei. So wie sich das gehört. So, da ist ein Quad, aber ich hasse Quads eigentlich. Ich hasse Quads. Ich höre hier doch ganz klar noch ein Tier. Da. Okay, ein Tapir haben wir noch. Das ist auch immer, also es ist wirklich realistisch gehalten hier mit den Einschusslöchern. Das hat jetzt hier ein Einschussloch, das sieht man jetzt gerade nicht, weil da habe ich jetzt gerade schon zerschnibbelt, aber
bevor man die zerschnippelt, sieht man mal, wie viele Einschusslöcher die haben. Also wie oft man getroffen hat. Da oben ist auch noch so ein... Alter, hier ist so eine ganze Bande. Ein lecker Bierchen. Da haben wir, glaube ich, ein Lager gefunden hier gerade. Ja. Moment. Lass mich nicht sterben. So, das ging ja ganz gut. Alter, die Viecher hören sich an wie ein Tiger, nicht wie ein Tapir. Päckchen Kokain. Drecksviecher, ey. Mitnehmen. Tierhäuten. Jetzt brauchen wir langsam wieder. Moment! Was haben wir denn? Hier? Oder hier? Oder. Ah, da. Mitten versteckt hier im Dschungel ein Flieger. Sekunde, ich zeig dir mal gerade. So, so sieht dieser Flieger aus und damit können wir jetzt mal einen schönen Rundflug machen. Wie geil. So, und zwar zu dem Funkturm, wo wir hin wollten eigentlich. Da gucke ich nochmal gerade auf die Karte. Wie weit ist das denn weg? So, Moment, ups. Hier ist der, ne? Genau, das sollte eigentlich zu schaffen sein, wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Zumindest den Großteil sollten wir schaffen. Aber kann man die Dinger überhaupt benutzen? Hallo? Interagieren. Wunderbar. So. Genau, so. Das war etwas kompliziert teilweise zu lenken. Aber wenn man sich etwas